Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13 und meinem kleinen Angezockt. Das ist jetzt der zweite Teil. Ich denke, ich werde wieder so vier Teile machen. Und wir sind hier mit Lightning und, wie heißt der gute Herr doch gleich? Sasch, keine Ahnung, irgendwie so. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Habe ich nämlich nicht so mitgekriegt. Auf dieser Schwebelschiene im Brückland und sind fleißig dabei, Leute zu verkloppen. Oh, weil sie da... okay, wenn er meint. Und ich habe jetzt schon wieder eine Weile pausiert, deswegen... keine Ahnung. Wir machen mal einfach einen Angriff und... ja, dieses Drrrr gerade war wieder von mir, weil ich wieder zu doof war, die Tasten richtig zu benutzen. Ich mache jetzt einfach mal angreifen, immer nur am Anfang. Man kann ja auch einen Rundumschlag, dann, bis ich das ausgewählt habe, ist der eh platt. Oh, ja, oder saß es platt? Au! Nein! Was habe ich getan? Oh mein Gott! Ich habe ihn umgebracht! Guck mal, wie schlecht ich da jetzt gerade war, weil ich nicht aufgepasst habe. Da sollte ich vielleicht dran denken, ne, dass ich auf meine Partner auch ein bisschen aufpassen soll. Das hat jetzt keiner gesehen. War ich nicht. Hallo? Ist das jetzt euer Ernst? Bin ich jetzt alleine? Ist der jetzt hinüber? Nee. Das will ich jetzt nochmal spielen. Das geht nicht. Ist der jetzt weg? Ehrlich? Nein, ich will da nichts öffnen. Ich will... Nein. Ist das euer Ernst? Ich wusste nicht, dass das passieren kann. Nee, das geht jetzt nicht. Nee. Das geht jetzt nicht. Da weigere ich mich jetzt gerade. Ist doch wahr. Ja. Komm. Ja. Das. Nein. Wieso ist da 13, da 12? Das war doch mein letzter Speicher. Meine Güte. Ja, jetzt kommt hier nochmal die Zusammenfassung, was denn passiert ist am Anfang. Es war jetzt gerade nur der Vorspann, aber ist ja egal. Mehr ist ja noch nicht passiert. Und selbst dazu bin ich zu doof. Das war mir schon wieder klar. So, da ist er noch und wir sind jetzt mal nicht so dämlich. Komm. Concentration now begin. Ehrlich? Kannst du mal? Dem geht's gerade nicht so gut. Schon wieder. Boah, das war jetzt aber knapp, Leute. Schau, jetzt habe ich meine vollen Sterne gekriegt. So muss man es machen am Anfang, wenn man keine Ahnung hat von dem Spiel. Mensch. Da ist er noch. Und der rennt schon wieder vor. Das ist doch nicht zu fassen. Nein, halt. Moment, ich habe da oben noch was gesehen. Einen Eisenreif erhalten. Kann ich mir den schon anziehen? Ich weiß doch jetzt wieder nicht mehr. Nein. Nein. Ich musste gerade das Menü suchen hier. Inventar ist da. Phoenixfeder Accessoires. Eisenreif. Sortieren, scrollen. Kann ich den irgendwie an... Ach, der ist automatisch angelegt, oder...
Oder wie? Gruppenmitglied. Wird einem das noch erklärt oder? Oder wie? Was ist was? Genau, ich habe nämlich jetzt nichts dran. Hat er das dran? Nee. Sturmklinge. Was ist genau? Bei mir steht da dann auch nichts. Wie kann ich? Kann ich den nicht? Das ist doch ein Accessoire. Wie kann ich das anlegen? Ich bin jetzt Gruppenmitglied. Ich glaube, das mache ich wann anders. Gucke ich mir das mal an. Vielleicht, wenn ich es gecheckt habe, kann ich es euch dann nochmal zeigen, dass ich es gecheckt habe. Jetzt gehen wir hier runter. Wo bist du denn? Wo ist denn der jetzt hin? Jetzt habe ich dir gerade das Leben gerettet beim zweiten Durchgang. Jetzt haut der einfach ab. Ach, da. Oh. Ja, die haben da gut zu tun da unten, würde ich jetzt mal sagen. Oh, hatten. Hatten zu tun. Ups. Ja, würde ich jetzt auch so mal sagen. Servus. Was? Oh, schon wieder. Ach, alle Gefährten, ich hätte ihn heilen können. Ich bin ja auch blöd, oder? Hallo? Ich glaube, diesmal hat er wirklich wieder die ganze Arbeit gemacht. Also so ganz check ich das noch nicht, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie das Kampfsystem beim Final Fantasy X ist. Das möchte ich ja doch irgendwie gerne haben, denn das gibt es ja seit, seit heute. Also ich spiele das jetzt am 12. gerade hier, diese Aufnahme. Gibt es das auch für den PC und ich hatte ja zuerst überlegt, entweder das oder eben das 13er mir zu holen. Nur da es eben das 10er nicht für PC gab, nur für die Playstation hätte ich es kriegen können, für die 3er sogar auch noch. Das war mir dann für die 3er zu teuer, weil ich da nicht so gut spielen kann, weil es auch nicht immer so mit der Aufnahme hinhaut. Und deswegen hatte ich mich eben für das 13er entschieden. Und jetzt gibt es plötzlich. Shit. Ja, aber das ist mir auch noch ein Ticken zu teuer im Moment. Vielleicht, aber vielleicht hole ich es mir noch. Ich muss mir das nochmal anschauen. Irgendwie ein Let's Play von anderen vielleicht oder so. Wo ich mal reingucken kann, wie da die Steuerung ist und wie da das Gameplay beim Kämpfen ist. 50 Jill, ist das Geld? Was ist denn das? Keine Ahnung. Also wie da die Mechanik ist bei der Portierung. Vielleicht hat das dann ja schon jemand gespielt, aber also diesen Monat wird es nichts mehr. Da kommt erstmal noch das Witcher-Add-on, das letzte, und dann gucke ich mal. Aber hier wird es definitiv nur angezockt. Mir ist das gerade zu anstrengend. Das ist, Preemptive Strike. Rebels. Wie jetzt? So much for the element of surprise. Nein. Ich bin ganz liebe Leute. Was? Situation? Dieses Tutorial erklärt anhand von Heiltränken, wie Gegenstände im Kampf verwendet werden, Tutorial beginnen. Ja, ja, ist okay. Mit Gegenständen, wie zum Beispiel Heiltränken, können im Kampf verlorene TP. Sag mal, musst du mal? Der zappelt so. Wähle den Menüpunkt Gegenstände um. Ja, das habe ich schon alles gemacht. Also zwar ein bisschen chaotisch, weil ich immer nicht denken kann. Ja, das ist schön. Ja, okay. Ja. Brauchen wir doch gar nicht. TP aller Kampfmittel verwenden. Die Verwendung von Gegenständen verbraucht keine ATB-Balkenabschnitte und wird sofort ausgeführt. Leitungskampf und Fähigkeit hat unweigerlich ein Game Over zur Folge. Selbst wenn die anderen Kampf. Ja, ja, klar, das ist logisch. Mit anderen Worten, achso, ich greife hier gerade. Was ist denn das jetzt hier gerade? Ah!
Wie war das? Okay, oder? Ich habe jetzt aber nicht so ganz das Timing, glaube ich, irgendwie gecheckt. Ich habe ja die Demo von Lightning Returns. Huch. Echt jetzt? Gespielt und da konnte ich besser kämpfen. Habe ich besser gecheckt. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber das ist wieder ein anderes System, glaube ich, ne? Also. Lightning, das ist zwar nicht nett hier. Haha, kein Saft mehr. Hey, that might get us across. Right there. Und wie? Right? Looks that way. Es sieht schon cool aus, so ist es nicht. Aber ich habe jetzt den Trailer nochmal angeschaut vom 10er. Die Zeichnungen gefallen mir auch richtig gut. Neue Daten erhalten. Information Overflow. Nicht alle auf einmal. Attacke. Den da nochmal. Das ging ja gar nicht. Mann. Ich heil mal schnell. Kannst du vielleicht dann auch mal irgendwann angreifen, Mädel? Unglaublich. Man kann ja auch nicht wirklich ausweichen. Ich verbrauche hier gerade alle Heiltränke. Weil ich wieder mal zu doof bin. Jetzt komm. Und jetzt den noch. Ach so. Ich glaube, das erledigt eigentlich das, das alles alleine oder das oder das. Ich hab's nicht mitgekriegt, keine Ahnung. Mann! Dunkelzahn. Ja, so ganz ehrlich, bisher dieses Kampfsystem gefällt mir nicht so wirklich. Für mich ist das so ein bisschen planlos. Also, ich bin da ein bisschen planlos. So, hier kann ich speichern, das mache ich natürlich auch. Ganz dringend. Ne? Jawohl. Aber hier hätte ich auch noch irgendwie was kaufen können, oder was? Nee. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nicht wirklich aufgepasst, mal wieder, wie lange ich aufnehme. Deswegen gehen wir jetzt hier noch ein Stück weiter. Aktivieren. Was aktivieren wir hier? Im schlimmsten Fall muss ich halt die Folge zerschneiden, wenn es zu lang wird. Ach so. Ja, das ist fein. Ja, wir können darüber. Und da sind die nächsten Herren. Nein, kann man jetzt nicht so sagen. Na, auf in den Kampf, oder? Wir überraschen sie mit Frontalangriff. Ey. Wer ist das denn? Turn ugly? He wants to kill us without a fight. Time's up! Was? Was? Taktische Elemente, Serienbonus und Schock to Turn beginnen. Ja, ja, mach mal. Wähle Attacke oder zweimal angreifen und dann den Psychomodeur als Ziel aus. Jawohl. Was die Anzeige hat sich in die obere rechte Bildschirmecke verschoben und der Serienbalken hat sich etwas gefüllt. Durch eine Serie von kurz aufeinander folgenden Angriffen füllt er sich immer weiter und die Prozentzahl darunter steigt. Das ist doch viel zu kompliziert für mich, alte Frau. Leute, was wollt ihr alles von mir? Beim Gegner verursacht der Schaden
wird mit der Prozentzahl multipliziert. Rechnen? Echt jetzt? Steigende Prozentwerte zeigen den Serienbonus an. Je öfter ein Gegner getroffen wird, desto mehr Schaden verursachen die Angriffe. Versuche durch aufeinander folgende Angriffe den Serienbalken beim... Das war es irgendwie nicht, ne? Sobald der Serienbalken durch Angriffsserien vollständig gefüllt ist, versetzt ein weiterer Schlag den Gegner in Schock. Ah, okay. Angriffe auf einen Gegner in Schock verursachen enormen Schaden. Besonders gegen einen starken Gegner ist es eine clevere Taktik. Okay. Das war aber jetzt nichts, oder? Sisse, du solltest mal... Okay. That it was! Caramba! Wow, wow, okay. Aber, ja, so ganz... Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei den älteren Teilen ist, das Kampfsystem. Ob das da schon genauso war oder noch wieder anders oder keine Ahnung. What's your angle? Was? Ziel? Wohin? Weiß sie selber nicht? Nee, keine Ahnung. Ein Mysterium. What? Classified military info? What's the matter? You quit, didn't you? Or did you think I'm gonna go out there and just tell everybody your secret? My angle. I'm after the foul sea. Still happy you tagged along. Dumm gelaufen, Junge. Da wolltest du nicht hin. Didn't have a choice. Fliegen die jetzt da weiterhin oder was? Warum? Our motto? The army's no match for Nora. That a boy. Widerstandsfront. Ich hätte gern Speicherpunkt zum Aufhören für diesen Part. Geht das? Wir sind immer noch Brückland. In Brückland? Wie auch immer. Hallo. Wen spielen wir jetzt? Ihn. Wie heißt er? Verdammt. Ich hab vergessen, wie er heißt. Hat er es doch gerade gesagt? Oh Gott. Ich bin einfach zu alt für diesen Kack. Geld, oder? Also, ich glaub's jetzt einfach mal. Ich hätte nur... Weil das ist doch jetzt nicht... Ah, da vorne kann ich speichern. Ich rede später, also in der nächsten Aufnahme mit denen hier, mit denen ich reden kann. Und dann sehen wir weiter. Wie das hier weitergeht mit dem Herrn und ich speichere jetzt hier aber mal. So. Kapitel 1, erbitterter Widerstand.
Jawohl, das speichern wir. Und wir schauen uns ihn mal an. Sorry, kleine Anmerkung am Rande. Diese Art Figuren, ich weiß jetzt nicht, wie man diesen Stil nennt aus diesem Anime-Bereich. Ich sag jetzt total schmarrn, ich weiß, ich kenne mich da nicht aus. Ich habe mich früher nie dafür interessiert. Die schauen nicht so wirklich super männlich aus. Gerade der Typ mit dem, der Junge da mit dem blauen Haaren oder welche Haarfarbe der gerade hatte, der hat wie ein Mädchen ausgeschaut. Sind die alle so, warum sind die alle immer so, wie sagt man, androgyn oder metrosexuell oder wie auch immer? Warum sehen die immer so aus in diesen Zeichnungen? Diesen Manga-Stil. Ich habe vergessen, wie man den nennt, aber egal. Hat das einen bestimmten Grund oder ist das einfach nur so diese Art? Denn, also ich stehe ja schon so eher auf echte Kerle, ganz blöd angemerkt. Ich meine, er schaut schon nett gemacht aus, aber da finde ich die weiblichen Figuren hübscher gemacht. Also besser gemacht. Ja, nur so als kleine Anmerkung für mich als absoluten Nichtkenner dieser Szene. Also von dem Stil her, vom Aussehen her, vom Design her gefällt mir das Spiel ganz gut bisher. Die Kampfmechanik finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, weil ich sowas bisher praktisch nie hatte. Ich weiß nicht, wie es bei den älteren Final Fantasy Teilen ist, das muss ich mir mal angucken. Mir gefallen diese anderen Kampfreihen, also zum Beispiel eben Lightning Returns, da die Demo des Kampfsystems, damit bin ich tatsächlich besser klargekommen, da haben die was verändert eben. Ich glaube erst da. Ich glaube bei dem zweiten Teil von dem 13er noch nicht, glaube ich, bilde ich mir ein. Und dann eben bei Returns. Da haben sie das Kampfsystem irgendwie verändert. Und das hat mir irgendwie eher zugesagt, wie man das bedienen konnte. Also wahrscheinlich bin ich einfach nur zu doof, zu alt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich schau mal, wie es mir weiter taugt, das Spiel. Wie gesagt, zwei Folgen wird es nach dieser noch geben. Und dann werde ich mal gucken, wie weit ich das weiter daddel. Für mich selber natürlich dann. Vielleicht zeige ich dann ja, wenn ich es tatsächlich um einiges weiter spiele, noch ein paar Ausschnitte nochmal aus späteren Situationen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich wieder komplett beim Witcher festhängen. Ich bereue es ja jetzt schon, dass ich gesagt habe, ich glaube in meiner letzten Witcher 1 Aufnahme, dass ich doch ein Let's Play machen werde von Blood and Wine. Und ja, das wird mich doch wieder ganz schön festsetzen für einige Zeit. Also es kann dauern, mit anderen Worten, bis ich da durch bin. Und deswegen kann es sein, dass hier Final Fantasy etc. solche Spiele, die ich nebenher mache, wirklich dann nur einmal die Woche, wenn es hochkommt, auf meinem Kanal kommen. Aber wie gesagt, ich schaue auf jeden Fall weiter rein. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.